Und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Auch heute werden wir wieder einige Seelen ins Jenseits geleiten, doch wir beginnen diesen Part erneut mit einer Eventmeldung. Es gibt das umwerfende Umhänge-Event, in dem wohl alles, was einen Umhang trägt, zelebriert wird. Während dieses Events halten Geister auf deine Geistertafel Einzug, die allesamt schicke Capes tragen. Besiegst du sie im Kampf, erhältst du noch mehr Gold als sonst. Und einen Goldeselsegen gibt's auch noch obendrein. Da sehen wir die Eventdaten. Es läuft von heute bis zum 24.06. an. So, die festen Geister haben wir hier und hier die zufällig erscheinenden. Okay. Ah, Graf Connolly, den kenne ich. Und sonst, glaube ich. Ich glaube, sonst sagen mir die Girahim. Aber sonst sagen die mir nicht so viel. Okay, das wäre das. Ah, und es gibt die Ergebnisse vom 4. Smash Art Dojo Wettbewerb. Ja, Japan exklusiv. Wir schauen uns das Ganze trotzdem einmal kurz an. Weil ich es einfach immer sehr schön finde, die Sachen zu sehen, die eingesendet wurden, die wirklich sehr schönen Fotomontagen, kann man schon fast sagen. Was war eigentlich nochmal das Thema? Lustige Schnappschüsse. Okay, unter dem Hashtag. Klar, mein Lieblingshashtag. Das Motto lautete. Auf Deutsch Reise. Reise. Okay, passt. Im Sommer verreist man oft. Sehr schön, da hat man auch eine gute Aussicht. Wahnsinn. Das ist schon beeindruckend. Was da die Spieler alles so erzeugt haben. Ja, in Japan, da geht sowas. Pass auf, du wirst gleich selbst gegessen von Kirby. Auch coole, coole Bilder sind wieder mit dabei. Schönes perspektivisches Spiel. Ist aber auch wirklich toll. Das gefällt mir. Süß, aber mein persönlicher Sieger ist das hier eigentlich, weil das ist halt schon wirklich eine Fotomontage, die sich gewaschen hat. Der Rest ist nett natürlich, aber das war schon ein Kunstwerk. Das vielleicht auch noch, das ist auch cool. Waren einige auf jeden Fall. Und wo ist jetzt... Okay, das ist natürlich auch sehr cool. Aber... hier ist der Sieger. Naja, ja. Aber mein Sieger ist auf jeden Fall... das Ganondorf-Bild. Aber das ist... es ist vielleicht am Thema ein bisschen vorbei, weil Reisen... ja, verstehe ich schon, aber so von der Machart her ist das mein Favorit, aber ich finde, das Siegerbild ist jetzt auch nicht so das Tollste. Da waren die anderen Urlaubsbilder besser. Das da vielleicht, das hier, wenn sie meinen. Nur für Japan, Okay, das wäre das gewesen. Und somit sind wir auch durch und können uns wieder in unseren Exorzismus stürzen. Aber ich finde es wirklich sehr gut, dass man wenigstens die Ergebnisse vom Japan-exklusiven Dojo-Art-Event immer angezeigt bekommt, auch mit deutschen Texten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Denn wir haben ja des Öfteren schon gesehen, hier im Spiel kann durchaus Kunst entstehen. Nicht nur in diesem, sondern überhaupt in Videospielen. Gut, gut. Ein bisschen Kultur musste auch sein. Zumindest Nerdkultur. Wir betätigen den blauen Knopf. Und dann? Das war der. Und somit haben wir den Weg bereitet zum Schloss. Und auch noch einen Aufgang herbeigezaubert auf die nicht-chinesische Mauer. Sehr cool. Okay, nun
besiegen wir aber Darunia. In Donkey Kong, das passt irgendwie, in einem, ja, sandfarbenen, dunkelsandfarbenen, safrangelben, nee, safran nicht, curryfarbenen Donkey Kong oder was auch immer. Den Hauptgegner besiegen, es brennt, ach toll. Und ein schwerer Hammer, all das passt natürlich sehr zur Vorlage. So. Aber das sollten wir eigentlich... Wow. Den haben wir runtergeschmettert. Sehr schön. Na, das war auch ein interessanter Kampf. Ein Schlag und er wurde aus dem Universum, aus der Existenz hinausgefegt. So, Donnerbrocken. Ich denke, da wird auch... werden dann auch ganz angriffsstarke, aber dafür wahrscheinlich langsame Geister dabei herauskommen. Grüß dich, freut mich, dass du da bist. Schau her, das passiert mit Geistern, die meinen Stil lernen. Abwehr und Lauftempo steigen, echt? Achso, oder ein Tank. Das wäre meine zweite Theorie gewesen. Angriff und Sprungkraft sinken. Nö, für den Moment nicht. Bisher sind wir ganz gut ohne die Dojos durchgekommen, aber wenn es dann an die stärkeren Geister geht, schauen wir mal, ob da vielleicht was für uns dabei ist. Okay, so, nun, wie komme ich eigentlich noch gleich an die ran? Da ist der Aufgang... Ah, okay, da ist der Aufgang hier zum Spukschloss. Mhm. Dann machen wir doch mal hier weiter... Libeldra aus der Pokémon-Reihe in Ridley. Ja, ist aber eine komische Libelle, ein bisschen mutierte Libelle, aber gut. Erdbeben. Dagegen haben wir auch was. Die Frage ist immer, brauchen wir das? Den können wir sowieso rausnehmen. All gut, dann machen wir das doch. Nee. Kann ich mir nicht gleich anzeigen lassen, welche Geister für diesen... Stage-Effekt am besten geeignet sind. Haben wir überhaupt was? Bestimmt. Filter? Ah, da darf ich es auswählen. Aber Erdbeben gibt's gar nicht. Wow. Dann halt nicht. Aber wir haben doch was gegen Erdbeben schon mal gehabt, oder nicht? Na gut. Dann eben so. Gibt's überhaupt Erdbebenresistenz? Ich habe jetzt auf den ersten Blick nichts gesehen. Naja. Es muss auch so gehen. So. Ja. Und es geht bisher auch durchaus so. So. Ja. Weg mit dir. Die Tatsache, dass er flugfähiger ist als ich... könnte natürlich ungut werden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen. So, weg. Nee. Mhm. Verbrennungen sind nur schön, wenn man sie auslöst. Eigentlich dann auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wow. Ja. Gut, gut. War kein großes Problem. Ein schöner, sanfter Einstieg. Okay. Hier im Gebirge haben wir auch nur zwei. Aber ich würde schon gerne in dieses Spukschloss rein. Fei Long aus der Street Fighter-Reihe in einem schwarzen Lucario. Hm. Mysteriös. Finster. Stärkere Arm- und Beinangriffe, also starke Ärmchen und starke Schenkel. Ausdauerkampf. Na dann, zeig mal, was du hast. So. Auf alle Fälle doch. Weg. Na, bisher... kann man das doch mal so stehen lassen als Anfang. Oh, das ist immer... das hätte ich nicht tun dürfen. Nee, das war nicht sehr gut. Okay. Ja.
Vom Suizid abgesehen lief das doch gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir nur noch den in den Griff bekommen und dann sehe ich hier keine Schwierigkeiten mehr. Ach komm. Na, der Anlauf eben war bis auf diesen kleinen Patzer, diesen ganz kleinen, war der doch besser soweit. Na gut, wir gucken mal. So. Nee. So, schön. 14, jawohl. Ich glaube, mit einem Tornado haben wir noch niemanden umgebracht. Leicht stärkere Angriffe mit den Armen. War auch abzusehen. Aber ein Schwertkämpfer braucht schon starke Arme, um das Schwert gut schwingen zu können. Aber direkt kämpfe ich damit nicht. Bum, bum. Ach ja, das war noch Zeit. Natürlich auch Zelda. In Riesenschigi. Und er hat eine Superrüstung und die Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Sprintende Gegner fügen dir Schaden zu. Riesenverwandlung für Gegner. Oje, oje. Das ist aber ganz schön viel Tamtam für einen Profi. Mal gucken. So. Ah. Ja, doch. Na, komm her. Sei brav. Sei eine brave Schildkröte, wenn du nicht in der Schildkrötensuppe landen willst. So. Ah, hat nicht ganz gereicht, um ihn aus dem Kosmos zu fegen, aber der fliegt schon ganz gut. Der fliegt wie eine Eins. Deswegen sehe ich da keine Schwierigkeiten. Aber der ist wirklich kaum zu bremsen. Das merkt man definitiv. Wenn er mir auch irgendwie nicht so viel reinwirken kann. Der ist so ein bisschen auf Kuschelkurs. Was die Schadwirkung angeht. Aber sonst... Oh, da klatschte er gegen die Scheibe. Scheibe, die Kamera natürlich. Okay, und Bum Bum nehmen wir einfach mal mit. Auch problemlos über die Bühne gegangen und somit können wir jetzt... Ach, da lang darf ich gar nicht laufen. Ja, ist auch kein Weg. Na du? Bald sieht man sich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Spukschloss mal rein und gucken uns das an. Das Lavaschloss. Mit funkiger Musik und einem Robo-Koopa. Ein klein Bowser-Team. Mit Bonbons. Ah ja. Oh, wie süß. Die sind so süß. Schwied. Diesem Schwied mit SCH. So. Einer ist weg, der andere auch. Weg mit dir. Langsam reicht's. Weiche. Ja. So ein Halbsuizid. Feuerbodenresistenz. Auch nett. Haben wir aber, glaube ich, schon. Sollten wir eigentlich schon vorher gehabt haben. Aber jetzt haben wir es doppelt, mindestens. Justé Belmont? Oder so? Es brennt. Der Boden verursacht schweren Schaden. Erhöht das Lauftempo für den Gegner. Okay. Jetzt könnte das zum Einsatz kommen. Wollen wir? Ach komm, wir wollen. Einfach mal ganz frech und fruchtig. So, mal gucken. Wir wissen ja... Ah, die sind gar nicht sortiert in der Reihenfolge, in der man sie bekommen hat. Okay. Aus Castlevania. So. Ja, komm her. Komm her.
weg mit dir. Ach komm, da ist doch ein... Na, ich wollte gerade sagen, da ist doch ein 0,0-Sieg drin. Ja. Wir können ja auch hier mal uns ein bisschen rumtreiben. Wobei, das müssen wir eigentlich nicht so unbedingt. Sagt er und tat es. So. Mhm. Ah, ich mag es nicht, wenn sie ihr Schild benutzen. So, komm her. Ich will dich ein bisschen umarmen. Ich will kuscheln. Jetzt wird sich hier frech geheilt, wie ich höre. Nee, nee. Also so eine Politik fangen wir ja gar nicht erst an. So. Das hätten wir. Auch kein allzu großes Problem. Aber ich bin schon gespannt, wie hier so die starken Geister drauf sind. Denn in der anderen... Ja, in der Basis... Diesem anderen Dungeon... Ihr wisst, was ich meine. Da waren die starken Geister ja ein bisschen sehr krass drauf. Und hier müssen wir die Blöcke entstehen lassen mit einem Knopfdruck. Mhm. Dann geht's erstmal weiter zu Shadow Man aus der Mega Man-Reihe in Kwajutsu. Jujutsu ist so gestern. Jetzt praktizieren wir Kwajutsu. So. Okay. Sie fliegen gut und haben nicht mehr so viel Power. Die Batterien sind bald leer. 0,2. Oh, seriously. Am seidenen Faden. So. Ja, oder so. Weg. Ach du gute Güte. Das sah nach einer... astreinen Lobotomie aus. Du gute Güte. Das wäre das gewesen. Aber wo sind die Knöpfe? Sag mal. Ah, da haben wir einen blauen. Oh. Und da ist der Boss quasi. Aber jetzt mal im Ernst. Wo ist der orangene? Wir haben da einen roten. Okay, also ganz steige ich hier noch nicht so durch. Achso, muss ich denn in die Röhre schauen. Da machen wir erstmal, was wir gerade erreichen können. Live aus der Fire Emblem-Reihe in Roy. Kritische Gegnertreffer fallen manchmal super stark aus. Und er heilt sich dauernd. Oh, toll. Das mag ich ja alles besonders gerne. Aber es muss gehen. Auf alle Fälle. Ja. Das ging jetzt ein bisschen daneben. So ein bisschen. Aber so einen Quotenfehlschlag muss es auch geben. Nicht, dass noch jemand dahinter kommt, dass ich eigentlich Hex benutze. Wie man an meinem Spielstil regelmäßig erkennen kann. Deswegen muss ich manchmal ein paar ganz blöde Sachen machen, damit das niemand merkt. Denn sonst bekomme ich meine Lizenz am Ende entzogen. So, und mein Ehrendoktor der Videospielkünste, den bekomme ich auch aberkannt und da habe ich nicht so Lust drauf. Ich musste sehr, sehr viele Schritte dafür unternehmen, um das alles zu erreichen. Aber mit dem Heilungsgedöns hier, das reicht mal langsam. Verehrter. Okay. Ihn habe ich nun wirklich aus der Existenz gefegt. Schwertangriffe werden verstärkt. Das ist ja höchst interessant. Das kann man durchaus mal machen. Aber wo ist jetzt der Knopf? Wir werden es rausfinden müssen.
Oh. Und auch ein Ho gibt's auch noch. Eine Legende. Ho-Oh. Aus der Pokémon-Reihe natürlich. Was? Curry? Glurak. Curry? Erhöhte Feuerexplosionsabwehr für Gegner. Der Gegner verfügt über Feueratem. Curry Glurak? Okay, das klingt diabolisch. Der Safran Glurak war schon schlimm genug, aber jetzt gibt's den Curry Glurak. Und wenn wir nicht aufpassen, den Salty Salz Glurak. Okay. Wenn Sie meinen, sollen Sie es tun. So, wo ist denn mein... Ah, nee. Das lassen wir. Kampf. Das klingt aber alles erstmal nicht so schlimm. Explosionsabwehr. Alles nicht so schlimm. Oh Gottchen hier. Ah, natürlich. Ja, ja. Gut. War mir natürlich klar, dass er das hat, aber... Komm schon. Weg mit dir. Ja, das ist schon schlimm. Aber ich bin hier relativ optimistisch. Es ist natürlich sehr, sehr lästig. Aber das kann man hinbekommen. Aber es ist schon sehr, sehr lästig. Sehr schön. Er wird gerade selbst ein bisschen rumgewirbelt. Das hat noch... niemandem geschadet. Ja, ne? Okay, da ist ihm jetzt seine Stage zum Verhängnis geworden. Luftsprung plus 1. Gewährt einen extra Sprung in der Luft. Das ist sehr, sehr interessant. Mal was Neues. Und es wird auch, glaube ich, mal wieder Zeit für den Wissensbaum. Oh ja, ich glaube schon. 221. Starker Smash. Verstärkt den Smash und verkürzt die Aufladezeit. Während dem Sprint, das ist vielleicht auch nett. Auch nett. Doppel-Ultra-Smash. Den haben wir ja schon. Noch gut. Man merkt daran, man merkt, dass man mit etwas zufrieden ist, wenn man es nochmal kaufen möchte. Und es schon hat. Das ist alles nett, Spezialtechniken, das könnten wir machen. Aber ich würde sagen, erstmal gönnen wir uns den starken Smash. Kostet ja nur 100. Dann haben wir noch ein bisschen Spielraum für andere Sachen. Ich denke da an diese Geschichten. Würfe, nee. Das hier. Und dann sind wir erstmal wieder relativ pleite fürs Erste. Ausweichhelfer, unverwundbar. Das können wir auch noch machen, komm. Wir hauen so gut wie alles auf den Kopf. Okay. So. Was haben wir hier? Aktivitäten? Achso, da ist was fertig geworden. Anscheinend. Nun gut. Aber wir müssen in die Röhre schauen. Wie mir scheint. Flamberus aus der Kid Icarus Reihe. Eben. Was? Riesendakan-Duo? Naja. Naja. Aus Kid Icarus Uprising. Ah, das waren noch Zeiten. Schöne Zeiten. Feueratem und eine Riesenverwandlung hat er. Kriegen wir hin. So. Auch wieder mexikanisch gegessen. Wie Glurak. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen traurig, dass ein Drache mexikanisch essen muss, um vernünftig Feuer speien zu können. Wenn man so drüber nachdenkt, schon, oder? Schon so ein bisschen zumindest. Joa. Curry. Sehr schön. Jetzt können wir uns den Teddy Feueratem auch holen. Okay, wir haben den goldenen Knopf. Und der lässt diese Brücke entstehen und diese endlich auch. Okay. Mhm. Okay. Also runter. Auf den roten.
für die Verbindung und die. Aber bisher läuft es hier deutlich besser als in dem anderen Dungeon. Das war ja wirklich, boah, eine Abreibung. Kamek kennt man auch. Auf in den Kampf. Es gibt einen Hexenprozess. Inkling Team. Das passt jetzt auch nicht so, aber gut. Im Kampfverlauf erhöhte Katapultierbarkeit für alle. Nach Gegner K.O. erscheint Verstärkung. Der Gegner startet mit dem Sternenzepter. Okay. Na, dann zeig doch mal her. Aber da müssen wir jetzt vielleicht etwas zurückhaltender spielen, denn wir müssen hier ein bisschen mehr aushalten als nur einen, aber er hat bisher noch nicht versucht anzugreifen. Von daher bin ich da recht entspannt eigentlich. So. Oh Mist. Bisschen gepatzt, aber der greift nicht wirklich an. Deswegen kann man das schon mal machen. So. Weg. So. Und zwei auf einen Schlag kriegen wir auch hin. So. Einmal, ja, hoch. Ja. Das war jetzt nicht so das Problem. Magieangriffe werden verstärkt. Verwundert auch kaum. Das wäre das gewesen. Oh, dann sind wir bald beim Obermacker. Aber wir haben noch eine Figur. Wie kommen wir denn da dran? Den blauen Knopf haben wir da. Und da kommt man durch die Röhre hin. Und dann machen wir erstmal Grudon. Aus der Pokémon-Reihe in Riesen-Bowser. Es brennt der Boden vor schweren Schaden und eine Riesenverwandlung. Und brennenden Boden. Oh ja. Aber auch den schaffen wir. Oh. Hinfort. So. Ah, da habe ich mir selbst geschadet, aber es hat mir zum schnellen Sieg verholfen. Was hat der für eine Evolution? Wahrscheinlich Mega Grudon. Irgendwie sowas. Okay. Wir brauchen den blauen Knopf und davon trennt uns auch nur noch. Oh. Aizia? Illuchina aus ASH, Achai Exiled Heat, ASH, okay, auch eine Reihe, von der ich noch nie gehört oder gelesen habe, oder wobei, doch, gelesen schon mal, glaube ich, Bombenwetter, es hagelt Explosives und Helfertrophäen haben wir. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass da total eine Legende auf uns wartet, die uns von dem Knopf trennt, aber nö, nö. War nicht mehr genug Budget da anscheinend. So, aber Moment, das ist doch so eine schöne Raus-Mob-Stage. Ja, das ist schon leicht lästig, dass es Bomben hagelt. Aber nicht tödlich. Okay, die war jetzt kraftlos. Immer weiter, immer heiter. Rauf auf den Knopf. So. Bisher verlief alles sehr, sehr gut. Ohne Komplikationen. Oh, wollen wir erst... Erstmal nehmen wir die Belohnung an uns. Wollen wir erst zum Obermacker oder erst den Kämpfer befreien? Erst zum Obermacker. Ich bin gespannt, wer es ist. Lyon aus der Fire Emblem-Reihe. Lion. In Darain. Verstärkung bekommt er.
und hat eine Riesenverwandlung. Dann auf. Oh, das Outfit ist cool. Von da rein. Hast dich schick gemacht für deine Beerdigung. Klar, verständlich. Okay, und die Verstärkung besteht aus Ridley. Da ist doch wirklich mal ein... Immer wenn ich es denke und aussprechen will, passiert etwas Ungutes. Wenn ich sagen will, da ist doch ein 0-0er-Kampf drin. So. Magieangriffe werden verstärkt. Ein bisschen spottet man doch schon über uns. Und unseren Schwertkämpfer. So, jetzt bin ich doch sehr gespannt. Wen haben wir hier? Fragezeichen. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Ah ja. Okay. Rafft die Röcke und Hosen. Es gibt Arbeit. Unser erster Bosskampf, glaube ich. Gegen Bowser? Sieht so aus. Bisschen. Aha. Oh ja, ne? Kätzchen. Giga Bowser. Hallöle. Wir sind aber ein bisschen aggressiv heute. Es fühlt sich nicht so legit an. Oh ja, ich sehe schon. Der ist natürlich sehr, sehr brutal. Und physisch. Aber ich würde irgendwie... Na, das habe ich vielleicht zu bemängeln. Es fühlt sich nicht so legit an. Irgendwie. Über ihn drüber zu springen. Es fühlt sich sehr komisch an. Ich werde weggedrückt. Nee, verdammt. Ich habe viel zu offensiv gespielt. Und das war auch ein Riesenfehler. Am Anfang lief sehr gut, aber jetzt packt er nochmal aus. Ich muss bloß, Mist, immer auf der Schwanzseite sein. Und vor allem das nicht mit mir machen lassen. So, nee, shit. Immer im richtigen Moment. Verdammt, was kann der da? Komm, so knapp. Es ist wirklich relativ knapp. Wahrscheinlich haben diese Bosse... Mist. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Wahrscheinlich darf er am Ende seine Smash-Attacke machen, wenn er keine KP mehr hat. Das ist schon schade. Es war ein guter erster Anlauf, würde ich behaupten. So, aber seine blöden Specials nach oben nerven mich tierisch. Das ist so das größte Problem. Aber jetzt habe ich ein Gefühl für den Kampf. Wie gesagt, den Angriffen, diesen ausweichen. Aber wie ist die Frage? Und ansonsten vor allem sich auf der Schwanzseite aufhalten. Ja, dem vielleicht ausweichen wäre auch nicht übel. So, da lassen wir ihn hier ein bisschen, ne, bisschen rumspielen. Aber an ihm so zu kleben ist auch doof, verdammt. Hallo? Wollte mich gerade schon sehr fragen. So. Mist. Und dieser Angriff, der ist so scheiße. Ich habe kurzzeitig gerade die Kontrolle über meinen Kämpfer verloren. Ich fürchte fast, das wird nichts mehr. Aber... Ah, okay. Bams. Jetzt hat er mich wegge... Weiß ich nicht. Weggetwerkt, der Bowser. Ja, ne, er setzt seinen Körper als Waffe ein. Darum geht's ja. Oder so. Sein Gesäß. Hallo, Dickerle. Oh, du nervst mich tierisch ab mit deinem komischen, blöden Eispanzer-Move. Wo hast denn du Eis her, sag mal? Hast du irgendeine Eisdiele überfallen? So. Oh. Ist da wer aggro? Hat man da wem das Spielzeug weggenommen? Sag mal. Oh. Ja, twerk nur ein bisschen rum. Ich glaube, du bist einfach unzufrieden mit deinem Körper. Musstest deswegen
hier so praktizieren. Mist, jetzt bin ich gerade rein in den Angriff. Das könnte eventuell sogar was werden. Ja, ich habe mein Talent, da in diese Attacken reinzugrätschen. Also nicht reingrätschen, sondern reinzugeraten. Komm schon. Shit. So, bearbeiten ihn. Oh, Kinder. Oh, Kinder. Oh, Kinder. Bams. Ist er kaputt? Ein Glück. Puh. Bowser kämpft nun mit. Feuerangriffe werden verstärkt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. War aber kein allzu großes Problem. Ging voll klar. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht rausgeschmissen. Und das Spukschloss ist abgeschlossen. Kiras schützender Schild wurde geschwächt. Ah, natürlich. Man muss erst alle Bosse besiegen und kann dann erst es mit Kira aufnehmen. Da er momentan noch von einem schützenden Schild geschützt wird. Das haben schützende Schilde so an sich, dass sie schützen. Nee. Interessant. War aber echt kein Problem. Also ich finde, dieser Dungeon ist wirklich ein Spaziergang im Vergleich zu dem anderen. Aber den müssen wir uns natürlich auch noch vornehmen. Auch Peach. Ja, als Abschluss können wir Peach noch mitnehmen. Da sehe ich eigentlich kein großes Problem. Wieder diese Stage. Klar, ist ja auch die Super Mario Stage. Oder eine. Oh, Hilfe! Oh, wem ist es passiert? Wer war es, der hier auch runtergestoßen wurde? Guck mal, da könnten wir doch kämpfen, Peach. Aber nein. Das muss ja der Mist hier sein. Nee, du kommst eigentlich hier nicht hoch. Ah. Da hast du dich schon anders entschieden, aber wenn es nach mir ginge, meine teuerste, wärst du nicht hier. Oh, Hilfe. So. Okay, das tauscht wieder. Komm schon, 81. Das sollten wir soweit haben. Jetzt müssen wir nur noch auf die besonderen Ansprüche, Anforderungen, Herausforderungen dieser blöden Stage achten. Denn sonst sehe ich hier den schwarzen Tod. Was wolltest du machen? Hast du gehofft, dass Tod so hässlich ist, dass ich umfall tot? Ich weiß auch nicht. Wie schnell mal gezeigt. Hat aber nicht so große Wirkung gezeigt. Aber langsam ist mir gut hier, Madame. Es reicht ja wirklich. Du hast ja bald dein Smash. Und das ist nun wirklich nicht in meinem Sinne. Es reicht mal langsam ein bisschen. Bams. Langsam habe ich mir doch Sorgen gemacht. Aber Peach kämpft nun mit uns Seite an Seite. Herrlich. Gut, gut, ihr Lieben. Und damit sind wir hier komplett durch, ne? Haben wir was vergessen? Jemanden? Der melde sich bitte. Nö. Gut. Dann verlassen wir diesen... Ah, hallo. Doch noch was. Eine Musik. Ein Stück. Aber sonst... Raus hier. Aber das war doch wirklich durchaus gelungen. Wir sind hier in einem Zuge durch. Samt Boss.
mit allem drum und dran. Da habe ich durchaus ein Foto für. War auch kein allzu großes Problem. Und ansonsten, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.